Guten Tag zusammen auf meinem ersten Barcamp. Das Erste, was ich heute gelernt habe, ist, hier wird nur geduzt. Das kenne ich von anderen Konferenzen anders. Ja, mein Name ist Jan Helbusch. Ich möchte Ihnen heute oder euch heute was zur Bad Gelderfeld erzählen. Ich habe nicht viel zu erzählen, das heißt, ich habe quasi 5 Beispiele, aber wir können gerne auch zwischendurch auf andere Themen auch einsteigen, falls erforderlich. Gleich kurz zu mir. Ich beschäftige mich mit der Barrierefreiheit seit recht vielen Jahren, seit 15 Jahren verdiene ich mein Geld damit. Ich schreibe auch viel darüber. In der Webszene bin ich ja, bestenfalls bei den Webcrowds aktiv, wo ich gelegentlich meinen Artikel auch zur Barrierefreiheit schreibe. Und ansonsten bin ich seit ungefähr 20 Jahren in verschiedenen Gremien des Blinden, in der Blindenszene dann ebenfalls aktiv. Vor allem, wenn es um IT geht, beim DBSV geht es da um ja, Meinungsbildung in einem Ausschuss und bei der Koalition mache ich die Homepage. Allerdings nicht mit Typo 3. Wenn es um Barrierefreiheit geht, gab es sehr lange Zeit sehr viele Diskussionen und man muss jetzt sagen, also mit der WCAG 2 haben wir endlich eine Grundlage, die die Prüfung von Barrierefreiheit, die Bewertung von Barrierefreiheit erlaubt. Die Web Content Accessibility Guidelines wurden 2008 veröffentlicht in der Version 2.0 und die sind auf 3 Konformität, also da gibt es 3 Konformitätsstufen, A, AA und 3x A. Das ist relativ wichtig, weil A sind Minimalanforderungen, die sollte jeder wirklich beherrschen. AA ist erstrebenswert, ist auf jeden Fall realistisch, diese Kriterien zu erreichen. Und 3x A ist unrealistisch, das heißt, wer sagt, seine Website ist 3x A, also konform zur Stufe A, 3x A, der lügt. Wichtig auch bei den Web Content Accessibility Guidelines ist, dass sie gleichzeitig auch ein ISO-Standard sind, also eine Industrienorm, und zwar ISO 40500. Das heißt, die hat eine relativ große Bedeutung in der wirklichen Welt. In Deutschland haben wir eine Ausdrucksweise Übersetzung, möchte ich sagen, der WCAG in der barrierefreien Informationstechnikverordnung. Diese ausdrucksweise Übersetzung ist verpflichtend für Bundesbehörden und teilweise auch für Landesbehörden. Man muss das eigentlich wissen, wenn man im öffentlichen Bereich Websites baut, weil die Kriterien sind eigentlich die gleichen. Der Unterschied zwischen beiden Richtlinien ist, dass in der BETV die Konformität raus ist. Also das ist ein bisschen problematisch. Aber gut, wenn Sie wissen oder wenn ihr wisst, dass die WCAG maßgeblich ist, dann habt ihr eigentlich ein sehr gutes Werkzeug. Was die WCAG nicht bietet, ist eine Anleitung zum Prüfen. Die WCAG hat Prinzipien, Richtlinien und Erfolgskriterien. Entscheidend ist immer, sind immer die Erfolgskriterien. Diese Erfolgskriterien beschreiben die Sollzustände für bestimmte Inhalte einer Website. Und beim W3C findet man lediglich Anleitungen zur Vorgehensweise, wenn man eine Website prüft. Also es geht nicht um einzelne Prüfungen, sondern wie kann man sicherstellen, dass eine repräsentative Seitenauswahl getroffen wird und eine also, faire Bewertung der Barrierefreiheit stattfindet. Anleitungen zum Testen gibt es nur auf der Ebene der Techniken und zum Verständnis, die Techniken sind nicht normativ, das heißt, die Techniken beschreiben Best-Practice-Beispiele oder auch Fehlertechniken und da steht einfach drin, wie kann man diese Techniken prüfen, aber ob wenn eine Technik eingesetzt wird oder nicht, sagt nichts erstmal darüber aus, ob ein Erfolgskriterium erfüllt ist oder nicht. So, das war die Theorie. Das ist aus meiner Sicht relativ wichtig und falls jemand meint, ich wackele hier, das ist der Tisch und hier in der ersten Reihe
Vielleicht bin ich vielleicht bei Ihnen. Ja. gut, kommen wir zu der eigentlichen Barrierefreiheit. Es gibt verschiedene Tools natürlich. Ich präferiere die Web Accessibility Toolbar, weil sie wirklich alles bietet, was die Prüfung der Barrierefreiheit benötigt. Es gibt natürlich auch andere Tools, also auch für Firefox, also der Web Accessibility Toolbar ist vor allem für Internet Explorer, also ein Plugin für Internet Explorer, aber es gibt natürlich auch Tools für Firefox und man kann natürlich auch mit Chrome Seiten untersuchen. Nur die Accessibility Toolbar bietet also wirklich sehr präzise Werkzeuge, um die Barrierefreiheit zu checken. Es taucht immer wieder die Frage auf, ob Barrierefreiheit automatisch getestet werden kann. Die Antwort ist nein. Alle Erfolgskriterien sind technisch überprüfbar, aber die Bewertung muss in, ja, ich würde sagen, über 90% der Fälle durch Menschen erfolgen. Beispiel, wenn ihr einen Alternativtext für ein Bild habt, kann man das ja technisch überprüfen, aber ob der Alternativtext das Bild tatsächlich beschreibt, und zwar im Kontext des Inhalts, das kann eine Maschine nicht. So, wie geht man vor beim Testen? Also ich sage mal so, für eine normale Seite brauche ich mindestens 1 bis 2 Stunden. So viel Zeit haben wir heute nicht. Und deswegen habe ich einen Schnelltest herangezogen von Kerstin Probisch, die sie vor einigen Jahren bei Webcrowds auch veröffentlicht hat. Es gibt erstmal einen ersten Eindruck, eine Seite und zu den einzelnen Punkten werde ich dann natürlich auch einige Beispiele zeigen. Die Frage, was kann man in so einem Schnelltest prüfen, ist natürlich eine sehr fiese Frage, weil die Antwort hängt vom Fragenbeantworter ab. Blinde Menschen, also so wie ich, werden eher auf Alternativtexte, Strukturen, Tastaturbedienungen vielleicht hinaus. Sehbehinderte Menschen werden Kontraste oder Schriftvergrößerung im Fokus haben. Und es geht ja immer weiter, je nach Einschränkung werden die Schwerpunkte natürlich bei der Beantwortung einer solchen Frage unterschiedlich sein. Die folgenden Prüfschritte sind eigentlich deswegen ausgewählt, weil sie sehr einfach zu prüfen sind und trotzdem eine gewisse Bedeutung für blinde Menschen, für sehbehinderte Menschen und auch für die Tastaturbedienung haben. Die Tastaturbedienung betrifft sehr viele Leute, das ist gerade bei dynamischen Anwendungen oft vergessen, muss man sagen, oder nicht, zumindest nicht optimal. Formularbeschriftung ist wirklich ganz easy zu testen, aber sie sind essentiell für die Bedienung in einem Screenreader. Dokumenttitel ist auch etwas, was für Screenreader ganz wichtig ist, also der Seitentitel, was oben in der Titelleiste dann eben erscheint. Überschriften ebenfalls was ganz Wichtiges für Screenreader-Nutzer, weil das eine Hauptnavigationsmöglichkeit ist, um innerhalb einer Seite zu navigieren. Und der Kontrastmodus ist eine typische Einstellung für bestimmte Menschen für Menschen mit bestimmten Sehbehinderungen. Was kann man bei der Tastaturbedienung prüfen? Also es gibt verschiedene Anforderungen. Zum einen muss alles erstmal erreichbar sein. Ich denke, das ist auch klar. Also ohne die Tastaturbedienung ist eine Seite eben nicht barrierefrei. Aber es geht auch um mehr. Es geht auch um die Reihenfolge. Kann ich durch eine Seite sinnvoll tabben oder springe ich hin und her? Was eine weitere Frage, die man eigentlich beantworten muss, ist zum Beispiel bei Ausklappmenüs oder vielen anderen dynamischen Effekten, kann ich diese Menüs dann auch triggern also alleine mit der Tastatur oder brauche ich eine Maus dafür? Und schließlich, aber das ist dann schon Konformitätsstufe Doppel-A, kann ich den Fokus immer sehen und das ist deswegen Doppel-A, weil jeder Browser mittlerweile die Möglichkeit hat, den Fokus sichtbar zu machen durch die Einstellungen. So, und jetzt, ich habe ganz vergessen, an meiner Seite hier ist Nils Hoffmann, ich habe ganz vergessen, ihn vorzustellen. Mal wieder, genau.
Wir haben auch verteilte Aufgaben. Ich benutze die Tastatur, er die Maus. Ich rede, er nicht. Ja. aber wir kennen das schon seit vielen. Achso, ja. Ja, eine Frage. Und zwar gibt es auch Möglichkeiten mit der Maus inzwischen, zum Beispiel mit der Maus kann man ja irgendwie das, vielleicht Mäuse, die mit jemandem den Bildschirm irgendwie abreißen und die dann irgendwelche Signale geben, je nachdem, ob man link ist oder so, oder dann das, also wenn man jetzt irgendwie mit der Maus drüber fährt, zum Beispiel beim Link, die das dann irgendwie vorlesen oder so, gibt es da schon was mit der Maus oder ist das rein bisher auf Tastatureingabe beschränkt? Es gibt, also die Frage ist, ob man mit der Maus, also als Tastaturnutzer die Maus benutzen kann, ja? Ja, und das gibt es eigentlich schon recht lange. Und zwar über den Numblock kann man die Maus steuern. Das kann ich auch als Screen wieder Nutzer tun. Aber es ist etwas grober. Ja? Also ich würde jetzt damit nicht zeichnen wollen. Ja. Ob man mit dem Mauszeiger Elemente erkennen kann. Ach so, habe ich die Frage richtig verstanden oder nicht? Ja, ob man immer mit der Maus quasi Unterstützung bekommt beim Lesen der Seite, ohne dass man etwas sieht, zum Beispiel, wenn okay. Es Mäuse gibt, die Signale oder die was vorlesen, wenn man jetzt über einen Link rüberkommt oder so, oder die ein akustisches Signal geben, wenn das jetzt ein Link ist, dass man jetzt das klicken kann und das vorlesen, oder die dann halt quasi den Text vorlesen, je nachdem, wo man drüber fährt, ob es das gibt. Ja, das gibt es auch schon seit 20 Jahren oder zumindest 15 Jahren. Also ich kenne das eigentlich, seitdem ich blind bin. Ich kann Ihnen das gleich zeigen. In PowerPoint funktioniert das nicht so gut, aber wir gehen gleich ins Netz und ich kann Ihnen das auch mal kurz zeigen. Es ist aber ein Behelf. Es ist keine echte, also echt gute Bedienung. Ja, wir können erstmal unser erstes Beispiel aufrufen, das ist, glaube ich, die Allianz-Seite. Achso, wer jetzt im Netz ist und sein WLAN nicht braucht, könnte es vielleicht ausschalten, dann sind die Chancen gut, dass wir da auch reinkommen. So, zunächst einmal kann Nils zeigen, was mit der Maus eigentlich möglich ist. Und hier geht es konkret um die Hauptnavigation. Ist das die Allianz? Ja. Unterpunkte werden eingeblendet, ja. So, die Frage ist, kriege ich das auch mit dem Screen wieder mit oder mit der Tastatur? Ist das Produkte? Okay. Ich kann hier durchtabben. Aber wie komme ich an die Unterpunkte? Das ist zumindest eine Sache, die problematisch ist. Also konkret müsste man hier mit der Leertaste das Untermenü ausklappen können, dann mit dem Pfeiltasten das Fokusmanagement dann implementieren, damit eine Auswahl dann getroffen werden kann, ähnlich wie bei der Mausnutzung. Jetzt zu Ihrer Frage, ich habe drei Cursor, also die nennen sich Cursor, das sind eigentlich drei Modi für den Screenreader. Das eine ist der Lesemodus, in dem ich jetzt bin, es gibt dann noch einen Anwendungsmodus und es gibt dann noch einen virtuellen Modus, wo ich dann mit der Maus hier durch die Seite navigieren kann, theoretisch. Ja. So. Vorführeffekt. Macht gar nichts. Der liest nicht vor, aber der macht irgendwas am Bildschirm. Normalerweise müsst ihr mir halt Links und solche Dinge lesen und wenn etwas wirklich nicht barrierefrei ist, komme ich auf dem Wege auf jeden Fall weiter. Oder meistens zumindest. Vielleicht nehmen wir noch eine Unterseite. Da gibt es nämlich diese Menüs, die klappen dann automatisch aus. Das da? Weiter oder? Muss ich vorne zurück? Ja.
Okay, wir kommen beide ins Schwitzen. weil wir, also es gibt eine Seite, wo das tatsächlich automatisch ausklappt, aber wo es trotzdem keine Möglichkeit gibt, mit der Tastatur an die Unterpunkte heranzukommen. Jedenfalls muss man das sehr genau untersuchen, wenn man die Barrierefreiheit prüft, wie sieht es mit der Tastatur aus, weil das für einige Gruppen, also jetzt auch Menschen mit bestimmten körperlichen Einschränkungen essentiell ist. Wir haben noch ein zweites Beispiel für die Tastatur. So, und hier habe ich ein Beispiel von meiner eigenen Seite jetzt genommen, einfach um zu zeigen, was man alles eigentlich berücksichtigen muss. Und das ist jetzt ein Tab-Panel. Und in freier Wildbahn gibt es keine barrierefreien Tab-Panels, die den Definitionen des W3C entsprechen. Auch nicht, wenn da barrierefrei draufsteht oder accessible oder sonst was. Die meisten haben mindestens ein ernsthaftes Problem. Und deswegen habe ich mir die Mühe gemacht, das selbst zu programmieren, obwohl ich eigentlich Programmieren gar nicht mag. So, ich gehe jetzt mal drauf und Sie sehen jetzt, dass ich auf einem Tab bin. Erster Punkt, eine Tab-Navigation ist eine Komponente und kriegt deswegen nur einen Tab-Stop. Wenn ich drin bin und weiter tabbe, gehe ich zum nächsten Element hinter der Tab-List und wenn ich zurückgehe, lande ich in diesem Fall halt eben in der Navigation. Und wenn ich innerhalb des Registers bin oder der Tab-List, dann erfolgt die Navigation innerhalb der einzelnen Tabs mit Pfeiltasten. Also ich drücke jetzt einen Pfeil runter, kann auch Pause 1 und Ende drücken. Und das fängt man eben mit Event Handler ab. Es ist eigentlich keine hohe Kunst, aber wie gesagt, also es gibt viele Tab-Panels da draußen und wenn ich Seiten prüfe, dann entsprechen sie meistens nicht oder eigentlich immer nicht die formulierten Anforderungen des W3C. So, das kann man schließen. So, kannst du PowerPoint wieder aufrufen? So, wir müssen es. So, PowerPoint ist nicht ganz barrierefrei. Ich habe jetzt keine Folien mehr. Wir müssen es jetzt mal starten. Ach. So, Formularbeschriftung ist verhältnismäßig einfach zu prüfen. Hier geht es darum, dass die sichtbare Beschriftung mit dem Eingabefeld oder mit den Radio-Buttons etc. Verknüpft sind. Das kann man nochmal, also wenn sie richtig verknüpft sind, dann kann man eben auf das Label klicken und man sieht sofort, ob da was passiert. Wenn ja, also wenn der Fokus zum Beispiel in das Eingabefeld geht, dann ist die Verknüpfung korrekt. Aber es geht um eigentlich viel mehr. Also mittlerweile kann man nicht nur mit Title-Attribut ein Formular-Element beschriften, sondern es gibt auch einige Area-Attribute. Area steht für Accessible Rich Internet Applications. Weißt du, kennt das jemand hier? Ja? Einer? Ja? Zwei? Also, Area ist wirklich klasse, aber man muss es wirklich auch sehr vorsichtig einsetzen, sonst macht man oft mehr kaputt, als es zu reparieren. So, auch hier haben wir ein, zwei Beispiele. Ich übergebe an Nils. So, hier haben wir ein einfaches Formular. Wenn wir jetzt, Moment, das Mikro ist irgendwie weg, wenn wir da durchgehen, wir können das auch mit der Maus testen, sehen wir einfach, dass die Texte mit den Eingabefeldern verknüpft sind. Ja, ganz einfacher Test. Das sollte man auf jeden Fall auch vor dem Launch prüfen. Jetzt haben wir noch ein zweites Beispiel.
So, und hier haben wir ein etwas umfangreicheres Formular. Und in diesem, die Besonderheit in diesem Formular ist, da werden Legends mit benutzt, also Fieldset und Legend. Das Problem dabei ist, diese, diese Legends werden immer den Beschriftungen vorangestellt, und zwar den enthaltenen Beschriftungen. Also wir haben zum Beispiel bei Nachname haben wir Angabe zum Hundehalter, zur Hundehalterin. Das sieht vielleicht erstmal ordentlich aus, aber wenn ich jetzt die Formulare aufliste, dann sehen Sie, welches Problem ich habe. Nee. Okay, da steht 1, Angabe zum Hundehalter, zur Hundehalterin, Nachname. 1, Angaben zum Hundehalter, zur Hundehalterin, Vorname. Und so geht's weiter, ja? Also ich kann da gerne weitermachen. 1, Angaben zum Hundehalter, zur Hundehalterin, was war das nochmal? Ja, Geburtsdatum. Und so weiter und so fort. Also die Legend-Technik kann Sinn machen in bestimmten Situationen, aber wenn sie exzessiv eingesetzt wird, wie hier, dann ist es natürlich ein Problem. Was heißt exzessiv? Dann wird ja einfach eingesetzt und dann wird es halt immer als Präfix sozusagen davor gesetzt. Also genau, der Text ist viel zu lang. Was kann man machen? In dem Fall würde ich mit Überschriften arbeiten. Ja, und nicht mit Legend. Man kann auch Techniken nutzen, die diese Frage oder die den Text hinter dem Label setzen, und das ginge auch mit Area, und zwar mit Area Described By. Dann würde es heißen Nachname, und dann käme erstens Angaben zum Hundehalter, zur Hundehalterin. Das ist auf jeden Fall wesentlich leichter zu bedienen im Screenreader als dieses Formular. So, wir gehen weiter. So, nochmal. 9. Ich habe noch eine Frage zum Label-Element. Und zwar gibt es bei Typo 3 oder auch in anderen Systemen Funktionen, mit denen man mehrseitige Ergebnismengen blättern kann, diese Filter-Funktion. Und da kann man auch das Label-Element einsetzen, das habe ich zumindest gelesen. Nur bin ich mir da nicht sicher, was dann da drin stehen soll. Reicht es aus, wenn dann für den Knopf zum Weiterblättern da drin steht nächste Seite? Oder sollte da schon konkret drin stehen, also ein Bezug zu dem Ergebnisset, nächste Seite für das Ergebnis so und so? Also zunächst einmal sollten die Buttons entweder Buttons oder Links sein. Ja. Und dann brauchen sie eigentlich gar kein Label. Okay. Ja. Label ist ja nur für Eingabefelder ohne Beschriftung. Also ein Button hat ja einen Text oder ein Bild drin. Oder Achso, ja, da steht meistens so eine spitze Klammer nach rechts oder links. Das ist so dieser Klassiker bei diesen Blätternavigationen. Aber es ist ein Link, ja? Oder ein Button? Ein Link, glaube ich. Ja. Also da hilft Ihnen Label gar nicht. Da müssten Sie in dem Fall mit Area Label arbeiten. Das ist ein Attribut wie ein Title-Attribut, nur ohne Tooltip. Also es beschriftet den Link, dann heißt es nicht mehr größer, größer, sondern eben weiter zu, also Seite 2 oder zu Seite 2 von 10 oder sowas. Und ich denke, das reicht aus. Also im Kontext ist dieser Link dann auch klar, zu Seite 2 von 10, weil man weiß, man ist am Ende einer Liste und ja, der Kontext müsste eigentlich klar sein. Okay, man kann natürlich ewig diskutieren über solche Dinge, aber wenn ich das prüfen würde, würde ich sagen, der Kontext ist klar. Das Zeitattribut würde auch reichen. Das Zeitattribut geht auch. Ist auch schön, dass man ein Tooltip hat, dann vielleicht als visueller Nutzer, aber... Ja. Also ich bin ein Anti-Title-Attribut. Also ich mag das nicht mit Title-Attribut, weil es immer die Tastaturnutzer gibt, die außen vor sind. Ja. Aber ja, Title-Attribut würde ausreichen. Ich hätte auch eine kleine Frage. Wie verhält sich denn das Placeholder-Element? Wird es vorgelesen? Also in einem Input-Field zum Beispiel?
Oder ja. Soll man das verwenden oder soll man es nicht verwenden? Ja, das Placeholder wird vorgelesen, wenn man auf das Formular kommt, aber das Problem entsteht, und zwar nicht nur für Screenreader-Nutzer, sobald nur ein Leerzeichen da drin ist, wird es nicht mehr vorgelesen. Dann ist es nur noch ein Eingabefeld. Und von daher muss man sich wirklich gut überlegen, ob das sinnvoll ist. Also jetzt aus Usability-Gründen für alle. Ja, aber also Placeholder ist in ganz, ganz wenigen Situationen, denke ich mal, sinnvoll. Ja. Oder barrierefrei. Ich habe auch noch eine Frage. Oh, okay. Werden die Sachen, die ich jetzt, also nehmen wir mal an, ich möchte zum Beispiel den Placeholder nutzen, ich möchte aber das Feld auch noch mit dem Label beschriften. Ich möchte aber nicht, dass es jemand, der sozusagen jemand visuell das sieht. Wenn ich das Label jetzt ausblende, wird das vom Screen wieder trotzdem vorgelesen oder ist es so, dass das, was ich ausblende, also mit Display None, dass es dann wirklich auch nicht vorgelesen wird, wenn ich das Check ist? Also Display None ist immer eine ganz schlechte Idee, weil Display None heißt auch Screenreader None. Sie müssen, oder du musst das aus dem Viewport schieben. Dann kriegen Screenreader das mit. Und die Regel ist, es gibt zwei Area-Attribute, die immer Vorrang haben. Area Labeled By und Area Label. Und dann kommt noch Label zur Beschriftung und dann Title-Attribut. Und in der Reihenfolge werden diese Texte alle vorgelesen und mit Placeholder, ich weiß nicht, an welche Stelle der kommt, aber der wird auch immer vorgelesen, wenn er da, also wenn der Text da ist, eingeblendet ist. Also andersrum gesagt, die Vorbelegung wird vorgelesen, ja, in Ergänzung zur Beschriftung. Und die Beschriftung folgt einem ganz bestimmten Algorithmus, das macht der Browser übrigens. Und das ist in dieser Reihenfolge. Area hat Vorrang vor dem Label-Element und das Label-Element hat Vorrang vor dem Title-Attribut. Geht das denn für alle Screenreader oder ist das da auch so, dass da gewisse Inkompatibilitäten gibt? Die Frage muss lauten, gilt das für alle Browser, weil die Browser liefern das an den Accessibility-Tree. Und ja, es gilt für alle Browser. Wenn es Inkonsistenzen gibt, dann kann es nur eine vorübergehende Sache sein, weil das funktioniert eigentlich schon recht lange, aber ich stelle immer wieder fest, dass die Browser noch im Basteln sind. Also mal funktioniert was, mal funktioniert was nicht. So Kleinigkeiten. Ja. Aber also wir sind in einem langen Übergangsphase, sage ich. Die hat ungefähr 2009 begonnen und die wird wahrscheinlich 2029 aufhören. Ja. Aber im Moment sieht es eigentlich recht gut aus. Also man kann schon sehr viel mit Area machen. Ja, also wenn das Sternchen innerhalb des Labels ist, ist es formal okay, weil das wird dann mit vorgelesen, also Name, Stern, oder ja, Name, Stern heißt es dann. Aber ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Es gibt aber ein schönes Area-Attribut, der noch viel besser ist, das ist das Area Required und da steht dann Input Area Required, Type gleich, was weiß ich, Text. Und in dem Fall sagt der Screenreader, sowas wie Pflichtfeld, ich habe es jetzt nicht auswendig, aber das ist etwas besser als Stern. Erforderlich. Ja, erforderlich, genau. Das heißt erforderlich. Das hat in L5. Das ist was anderes. Das ist eine Anweisung, also das Required-Attribut in HTML ist quasi eine Anweisung an den Browser, eine bestimmte API anzuschmeißen. Also zum Beispiel das Formular nicht abschicken zu lassen, weil Pflichtfeld nicht ausgefüllt wurde. Der Dokumententitel. Manche werden sich ja fragen, warum ist das so wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil wenn ich als blinder Nutzer eine Seite aufrufe, ist der Inhalt meistens ja, meilenweit entfernt. Da gibt es eine Kopfzeile, da gibt es ein bisschen Navigation, vielleicht gibt es Untermenüs. Und der Dokumenttitel ist ganz am Anfang. Das ist das Erste, was ich von der Seite mitkriege. Und deswegen sollte der Dokumententitel auf den Inhalt schließen lassen. Auch hier haben wir hier ein oder zwei Beispiele wieder.